skeletons and speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. The shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Bei dem Monolith da unten gibt es noch plus 20% Gold. Richtig. Aber Sigi muss einmal pennen. Am besten. Tobel, setz du mal gleich deine Treasure Maps ein. Yep. Sind fertig da drin, ja? Ja. Soll ich schon mal nach rechts fahren oder wer will das Sanctum mitnehmen? Sigi hatte halt schon eins. Das ist mitnehmen? Kann man immer nur eins haben? Ja. Geht das andere kaputt. Und es hat theoretisch ein gratis Wiederbelebung. Ja, weißt du was? Egal. Fahr irgendwo hin, wo wir hauen können. Ja, warte. Dann kriegst jetzt meinen vollen Fokus wieder. Dann wir müssen nach rechts, wir müssen halt ins Labyrinth. Hey, wir haben doch hier irgendwo eine Quest angenommen, die da oben ist. Ja, wir können jetzt auch zur Quest hoch, aber oder wir gehen halt das Labyrinth machen, unser Hauptquest. Wir müssen sowieso nach links oben. Bald. Warum haben wir die Quest dann angenommen, wenn wir sie machen wollen? Weil man Quests nicht immer machen muss. Ich wiederhole die Frage, warum wir sie nicht angenommen haben, wenn wir sie nicht machen wollen. Warum wir sie angenommen haben, wenn wir sie nicht machen wollen. Weil man annehmen. Lass uns erstmal das Labyrinth machen und wir müssen sowieso nach links oben wieder. Dabei können wir ja die Quests mal. Dann mach doch mal weiter. Achso, sorry, ja, stimmt. Ach, schau mal, da ist der Schatz weg. Das ist direkt noch einer. Guck mal, wow. Gleich. Zwei Schätze. Ja, dann ab geht's, ne? Und dann müssen wir ja eh rüberlaufen, oder? Ja. Ja, wir können auch mit dem Boot weiter runterfahren. Oder wir kloppen uns halt durch die Lande. Ich finde, wir laufen dahin. Ja, gut. Sigi, zwei Schatztruhen für dich. Wuhu! Mimimdik! Yay! Ich kann nicht getötet werden und ihr kann auch nicht. Warte mal, ich hab einen Seestern als Sauberscher. Was? Hau einfach tot! Oh, bist schwach. Okay, ich kann einen Sweat machen. Hau einfach tot! Ich guck gerade. Warum ihr immer so lange überlebt hier? Standardangriff, tot! Ich hab zum ersten Mal, wenn du zahlen musst, ich schauen, was er kann. Ja, das sollte Knubbel nehmen. Vielleicht Knubbel. Den Trank. Labyrinth kannst du den dann benutzen, bei dem Boss oder so. Der gibt dir 25 mehr Speed. Thank you.
Hast du schon? Nimm einfach. Ja, also entweder kommst du wieder zurück ins Boot und wir fahren noch zum Fragezeichen und dann weiter runter. Und dann laufen wir die restliche Strecke. Und können auch im Night Market vorbeischauen. Der hat immer coole Sachen. Oh, cool. Oh, das ist verschwunden. Okay. Wieso hast du das nicht benutzt? Ja, weil ich keine Stärke habe. Keine Stärke habe, um das. So, wo wollten wir hin? Übrigens, jetzt sollte ich alles Gold einfach einsammeln, direkt, weil ich habe 30% mehr Gold. Gehe ich. Und ja, wäre sinnvoll. Na, ich glaube, gegen den will ich nicht kämpfen. Doch, doch, doch. Ist eine gute Gelegenheit, unser Gold zu erhöhen. Falls er. Also, jetzt hoffen wir mal, dass er von Seki das Gold klaut. Da hoffst du umsonst. Ja, da hoffen wir umsonst. Bringen wir den Blue Jelly erstmal um. Kann ich denn alles machen? Okay. Attacke. Ja, ich versuche ihn mal. Und wir bringen mal den Jelly lieber um, nicht den. Oh ja, ich habe vergessen, das Ziel zu wechseln. Na gut. Oh, robbed Golden. Oh. Warum kann er kein Gold stehlen? Jelly kannst du betäuben. Okay. Okay. Ja. Gift! Warte, lass mich einfach collecten, krieg ich mehr, obwohl 30% mehr. Immerhin Gold ist Gold. Komm, fest. Ja, share. Oh, eine Schatztruhe. Alles meint. Ja. Ich bin bloß noch dran. Ich glaube, der Angel schläft schon. Ja. Schlaf, Angel, schlaf. Deine Mutter ist ein Schaf. Dein Vater ist ein Ziegenbock.
Angel, was ist los? Angel? Prinzessin? Keine Ahnung. Ich glaube, der Angel ist heute ein bisschen abgelenkt. Ja, ich auch. Oh Gott, Spirit. Oh, schon mal, da ist was aufgetaucht. Ich... Hümmel, geh mal in den Night Market. Nö. Alter. Max Focus. Ja, das ist mit Intelligenz. Intelligenz? Intelligenz, ja. Intelligenz. Oh, sie geht im Night Market? Okay. Nur mit einer guckst du einfach gleich in den Night Market rein, der über dir steht. Da sind meistens coole Sachen drin. Refocus. Und was haben wir hier? Was gibt's denn da drin? Meistens gibt's violettes Kraut. Schatzkarten. Guck mal, das ist ein Enemy Taunt. Hast du den Taunt Skill? Den Amboss, ne? Ja, den Amboss. Orb of Infinite Gaze. Ja, klingt cool. Schau mal. Oh, ah, nee, schau mal, du musst den ja gar nicht kaufen, denn hast du den schon gekauft? Nein. Muss ich gar nicht kaufen, weil da gibt's ein Warrior-Schild drin. Das hat auch einfach Enemy Taunt. Ich seh's gerade. Schau mal, sind die Tour besser für dich? Also sind auf jeden Fall, denke ich, besser als so. Als ja. War das. Sonst so, ja. Okay. Tip, 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 tip. Oh, Angel. Ich hab dir in der Küche beim Krampuhn sehen. Okay. Einfach reingehen können. Dicke ist sehr abwesend. Ich weiß auch nicht, was da gerade los ist. Ja. Oh nee. Herr Wiedemann. Oh, eine fiese Spinne. Töte den Affen. Boom. Den muss man wieder perfekt treffen, ne? Oder, ja, entweder das oder... Und ist irgendwie machen. Nö. Noch nicht. Ach, ich habe die Sachen auch noch gar nicht ausgerüstet, glaube ich. Doch. Mit irgendeinem Schild an. Ja? Und das ist, glaube ich, das Warrior-Schild. Also, gleich mal schauen, ob bei dir der Taunt-Skill auftaucht. Alter. Er macht einen wahnsinnig.
Lass mich mal ausprobieren, was das macht. Okay, ich kann dir Fokus wiedergeben. Oh, schön. Eine neue Mechanik. Ja. Oh, okay, das ist... Das ist halt einfach nicht, leider nicht gegen ihn. Komm. Ja. Doof. Perfekt. Oh. Das, ja, das ist das, was du hast. Uff. Komm, stirb da am Bleeding? Ja, klar. Also ihr könnt jetzt öfter Fokus ansetzen, bei dem ich jetzt einfach Fokus wiederherstellen kann. Warte, gib mir... Diggi, ich krieg so viel mehr Gold, wenn ich das einfach 30% erhöhe. Ich gebe dir jetzt mal hier einen Trank, der gibt sozusagen auch eine Art Taunt. Und den hier, den kannst du dann trinken, sobald Boss losgeht oder so, dann bist du schneller im Kampf. Dann heile ich uns erstmal. Klatsch. Die Spinne tötet ihr gleich. Da ist... Auch schon mal an die Fresse. Wer bringt es gut? Was, welches ist es weg? Ja, aber welches? Pass. Ja, 25 plus 28. Sehr gut. Oh, mal schauen, was er hat. Hoppen wir mal. Gottes Bart. Ja, das werde ich mir gleich sowieso alles. Falscher Bart. Schau mal, Sigi, hast du den Great Bow schon? Du kannst dir einen Fake Bart kaufen und dann kriegst du 4 Attack Damage. Ja, ich habe jetzt alles davon gekauft.
Ach, Angel, red doch wieder mit uns. Ich vermisse dich so. Och, Knubbelchen. Ja, was ist denn los? Du hast 10 Minuten nicht mit uns geredet. Ja, Prinzessin hat halt mit mir geredet. Oh, die kann gerne ins TS kommen, auch wenn sie nicht mitspielt. Siki, willst du den nicht in den Great Ball kaufen? Nö. Oder hast du den schon? Okay. Und mit 9 Gott. Godspeed sind wir schon gegen der Race. Giftkugel. Wow. Giftkugel klingt ja, nicht nett. Beiden rechten nicht in der. Nein! Ja, ich will nicht. Da wollte sie sich heilen, ja? Ich habe keine Area Attack diesmal. Ja, dann. Nehmen einfach mal hier sein Ding weg. Mit ihnen jetzt gleich töten. Poison Pass. Das ist nur Poison. Och nö. Was? Erstmal den rechten Design gehen. Ah, nee. Okay, ich bin erstmal zurück. Ja, das ist immer der Taunt, das kriegst du auch bessere Werte, Armor und so. Ich weiß immer noch nicht, was verpuffen ist. Ja, das macht einfach nichts. Bei dem Zauber muss es perfekt treffen, mit der funktioniert. Au. Ach, das Verspotten hält nur eine Runde? Also, ja. Das ist ja doof. Da gibt es auch ein viel besseres zu Verspotten. Weiß ich nicht. Warte, mir geben. Danke. Gut. Perfekt. Brauchen wir das? Boah, Alter. Der nächste Kampf. Mach ich jetzt einfach mal. Boah. Oh, gleich zwei mit perfekt treffen. Oh. Ah, stimmt. Ah, ist immun auf Heft. Ja. Ja gut, das ist egal. Ja. Aua. Thank you.
dass ich Fokus wiederherstellen kann, ist so super. Was ist gut, ja. Genommen oder hast du sie ausgerüstet, Siggi? Ich hab sie genommen. Mach die nochmal. Wie viel gibt die? 6 Armor? Sechs Rüstung, 6 Widerstand, ja. Okay, nee, ist gut. Minus 4 Warning. Siggi, ich mach die jetzt. Mach die nass und dann können wir sie dann danach. Wir können, sie auch einfach töten. Dann töten sie nicht. Aua, warum immer ich. Ja, das wird halt einfach nicht. Oder schon. Oh, Falle. Ja, Knubbel. Ich mach einfach Fokus rein, sonst geht nicht mehr. Ja. Gib dir einfach gleich wieder Fokus. Rechts, denn in der Mitte hat sehr viel Armor. Oh, das lässt sich nicht ausgeben. Blind? Ja. Chloe, es ist kein Fokus für dich, ich muss heilen. Alter! Ey, killt mal den rechts. Oder du traust es in der Mitte. Ach, gut. Ich denke, du solltest deinen Curse wegmachen, denke ich eben.
Dicky, du hast einen Debuff, der Minus auf den gibt. Wirklich? Ist mir egal. Ja, du hast ein Item in deinem Inventar, was dich zum Flug wegmacht. Nicht, dass ich es gesehen hätte. Ist es doch. Zweite, die oberste Leiste, zweit von rechts. Also die Beschreibung davon sagt nicht, dass es Flüche wegmacht. Ist es. Das ist einfach gleich. Hexbane. Das ist heißen. Also. Falsch ist sowieso an. Benutze das Kraut, um 4 Fokus wiederherzustellen. Also nein, ich rede von dieser Blüte. Dann ist es bei dir anders angeordnet. Bei mir das zweite von rechts. Eine Blüte. Danke. Hexenfluch. Gold. Ich kann jetzt mal das Gold aufteilen. Hier, komm. Ja. Oh, das ist gut zum Ausweichen. Ja, oh, schon wieder abgestürzt. Heißt das, dass der Dungeon jetzt wieder von vorne ist? Ja. Dann würde ich an dieser Stelle gerne Schluss machen für heute. Ja, ich auch. Such a screech, you'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek.